Leute, ich könnte das erkennen. Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von mir hier auf meinem Kanal. Und es geht wieder los hier an der Badestelle. Und heute habe ich mir gedacht, bei so einem geilen Wetter, da muss ich hier unbedingt nochmal los und ich will endlich diesen Ring haben. Beziehungsweise hier irgendwas Schönes finden auf jeden Fall, nicht nur Münzen. Und ja, dann wollen wir einfach mal gucken, was heute kommt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wetter ist auf jeden Fall perfekt, 18 Grad, trocken. Tja, und dann würde ich sagen, bis zum ersten Signal. Und ich habe heute übrigens, weil ihr es so wolltet, auf jeden Fall die Fernbedienung auf laut gestellt. Keine Kopfhörer mit dabei. Also, ihr könnt heute auf jeden Fall die Töne hören. Das wollt ihr so haben, das habt ihr abgestimmt und dem gehe ich dann auch natürlich nach. Also, bis zum ersten Signal. So, hier haben wir jetzt einmal ein 70er Signal. Finde ich... ist gar nicht so schlecht. Und ich weiß gerade nicht mehr den Namen, ich habe es vergessen, verzeih mir. Aber mir wurde gesagt, dass auch die, na sag schon, so eine Live-Grabung viel, viel schöner ist, anstatt dass man einfach von Loch zu Loch rennt. Und deswegen, dachte ich mir, ich mache das auch so. Da haben wir es. Guck mal, man sieht schon. Cooles Ding. Erste Münze auf jeden Fall. Da habt ihr es. Ich packe sie noch mal kurz in die Sonne. Und ich muss schauen wegen des Windes. Das bläst hier wieder heute ordentlich. Da. Eine D-Mark. Erste Signal. Top. Und da hinten ist wieder Krach. Okay, alles klar. Können wir direkt zum nächsten. Und schauen wir mal, machen wir auf jeden Fall mal zu. Kann sich keiner beschweren. Und dann ist alles okay. So. Auf geht's. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel ein ganz leichtes Signal. Das lasse ich erstmal außen vor. So, hier habe ich auch mal das nächste Signal für euch. Gucken wir mal direkt rein. Packen wir ihn mal zur Seite. Ein bisschen laut. Gucken wir mal, ob wir ihn direkt finden. Ne, ich hab schon. Geil. Guck mal, hier direkt an der Seite. Da hängt sie drin. Könnt ihr es sehen? Geil, okay. Hat auf jeden Fall schön reinbekommen. Ach, 20 Grosche. Das ist ja herrlich. Oh. Hier ist wieder Lärm. Guck mal da oben. Ja, das ist ja natürlich der Wahnsinn, ne? Da war ich erst letztens in Polen, finde da deutsche Münzen und hier finde ich jetzt eine polnische Münze. Das ist doch mal der Hammer, oder? Und ihr habt gesehen, ja, die steckte da in der Seite drin. Ehrlich. Ja, cool. So, das geht hier heute voran. So, nächste Münze als zweiten Pfund. Finde ich schon mal richtig cool. Dann würde ich sagen, zum nächsten. Wir gehen mal ein bisschen zusammen. Ja. Oh, okay. Da könnt ihr das ein bisschen erkennen. Haut mir teilweise hier 98 und auch wieder 5 raus. Das grabe ich gar nicht. Der hier ist jetzt ein bisschen leicht. Moment. Da gucken wir einfach mal rein, mit 82. Das könnte natürlich was Schönes sein. Aber er kommt mir aber nicht so ganz klar rüber, finde ich da, das Signal. Wir probieren es einfach mal aus. Man weiß es ja manchmal nicht, ne? Und man irrt sich dann. Und von daher passt das schon. Okay.
So, funktioniert auf jeden Fall. Da soll's sein. So, jetzt müsste er eigentlich schon fast draußen sein. Ja. Okay, hier ist er. Der piept so laut rum heute. Ich kann es nicht sehen. Da. Das ist es. Oh, Moment. Hier haben wir es. Ist irgendwie ein metallisches Teil. Okay, aber jetzt nichts Wertvolles. Na, ich hab's mir schon irgendwie so ein bisschen gedacht, aber gucken sollte man dann trotzdem, ne? Gut, super, okay. Ja, dann gucken wir mal weiter, ne? Bis zum nächsten Signal, Leute. Ach, super Wetter auf jeden Fall wieder. Genial. Okay, bis gleich. So, hier haben wir das nächste Signal. Es ist um die 47. 49. Jetzt geht das wieder rund hier. Der Boden ist auf jeden Fall schön aufgeweicht. Das ist gar nicht so schlecht für mich. Das geht dann recht einfach. So, nächster. Da soll's sein, okay. Eigentlich wollte ich hier ein schönes Live-Video machen, aber irgendwie hat die Verbindung bisher noch nicht gepasst. Muss ich mal gucken. So, hier ist er auf jeden Fall drin. Ah, ich sehe es schon. Es ist nur Aluminiumschrott. Da habt ihr das. Ja, Schokolade. Schade, schade Schokolade. Bis zum nächsten. So, okay, wir haben hier einmal wieder das nächste Signal mit 73. Das ist gar nicht so verkehrt. Das könnte schon wieder eine schöne Münze sein. Aber man weiß es ja nicht, ne? So. Damit ist einmal schön ausgehoben. Da an der Seite ist es. Okay, cool. Ist auf jeden Fall schon mal draußen. Mal kurz schauen. Schon was erkennen können. Aber nein. Hier, ich habe letztens bei Facebook und so weiter auch schon oft gesehen, dass manche ihren Pinpointer zeigen, wie er oben beschädigt ist und so weiter. Ja, kein Wunder, Leute, benutzt das Ding nicht zum Graben. Da ist es. Und Pulltab. Na okay, komm. Dafür, dass wir heute eine polnische Münze gefunden haben, ist das vollkommen in Ordnung. So. Gut. Ich gucke mal kurz, ob hier noch irgendwas drin ist. Aber nein. Auf geht's. Bis zum nächsten, Leute. So, hier haben wir das nächste Signal. 85, aber diesmal sehr klar. Und scheint auch direkt an der Oberfläche zu sein. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal das Grabungsmesser und versuche das mal so rauszuheben. Vielleicht wird das ja was, weil graben geht auf jeden Fall super einfach. Das klappt. Okay, da soll er sein. Ich glaube, ich habe es schon erkannt und gesehen. Sicher bin ich mir aber nicht. Ah, ist recht tief drin. Ich sag, das ist Aluminium, weil das ist der gleiche Leitwert jetzt wieder. So um die 80, aber
Mal gucken. Ja. Es ist ein Stück von einer Dose. Und das ist ziemlich tief drin. Ja, auch noch eine alte. Das erkennt man immer. An den Laschen da. Alte Cola-Dose oder so. Okay, gut. Bis zum nächsten. So, und hier haben wir einmal das nächste Signal. 52er Signal. Okay, gut. Ach, ich glaube, den Spaten hatte ich hier in den Polen-Videos schon vorgestellt, oder? Dass ich den neu habe und so weiter. Weil die Polen-Videos habe ich zum jetzigen Zeitpunkt, also wirklich jetzigen Zeitpunkt, ja noch nicht fertig. Und das verschiebt sich ja immer mit der Zeit so ein bisschen, ne? Ist aber ein feines Ding, auf jeden Fall. Das muss ich schon sagen. Der Lack geht zwar schon ein bisschen ab, weil ich ihn ein bisschen, ja, schon gut verwendet habe, aber ansonsten alles gut. Da. Da ist es. Ein bisschen Aluminium. Aber okay, schade. Ich habe gedacht, das könnte was Besseres sein. Und sonst ist auch nichts weiter drin. Macht nichts. Na, liegt hier irgendwas in der Oberfläche? Nö. Okay. So. Leute, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es sieht so hart danach aus. Könnt ihr das erkennen? Oh, bitte. Bitte. Das wäre so geil. Nein. Nein. Ja, es ist eine Münze. Oh nein, mir ging gerade die Pumpe. Ich dachte, das ist nur ein Goldring. Scheiße. Egal. Aber guck mal, so sah das aus. So. Und das schimmerte nur. Oh. Ja. Bis zum nächsten. Komm, 20 Cent. Er muss kommen.